Hallöchen und willkommen zurück zu Jana Sisters Twisted Dreams, der Tempel des Dumdidum. Wartet, mal gucken, ob der Name da Programm ist. Dumm und dummer, sag ich nur. Ich ahne Schlimmes. Dumdidumdidum. Anni darf den Tempel des Dumdidum meistern. Warum stelle ich mich nicht so Dumdidum an? Und es geht jetzt auch einfach mal los, würde ich mal sagen. Ah, guck mal, 4 Sterne in einem Boss-Level schalten es für Hardcore frei. Da du ja noch keine 4 Sterne im Boss-Level bekommen hast, das ist völlig irrelevant. Ja, das kommt ach, dann. Ach, du kannst mir fallen Steine vom Himmel. Ja, und was ist hier so los? Es geht nach unten. Es geht auch nach oben. Aber nach oben kommen wir jetzt noch nicht. Na dann. Oh, Kürbisse! Es gibt Kürbissuppe. Das ist ja aufregend. Ach, du Kacke. Ui. Nee, hallo. Das gefällt mir jetzt so gerade überhaupt nicht. Ich fühle mich jetzt schon überrollt. Du wirkst ein bisschen hektisch. Nee, kannst du jetzt so nicht sagen. Oh. ja. Erstmal speichern, genau. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es da nach unten geht. Du hast da gerade gespeichert, kannst da gucken gehen. Ich will nicht sterben. Warum sonst? Da gibt's übrigens nichts. Ja, Nummer 1 dann. Oh, so gefällt's mir viel besser hier in der Welt. Ist aber nicht weniger tödlich. Das ist richtig. Ah ja. Huch! Riesenviecher wieder. Oh. Ich hoffe, wir haben am Anfang nichts verpasst. Ich weiß nicht, ob das da nach rechts ging. Nee, glaube ich nicht, dass da. Glaube ich nicht, ist immer super. Oh, 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 oh. Ach, verdammt. Okay. Da war ja was. Ja. Fiese, brutale Stacheln und... Nein, Wechsel! Ja. Da hat sie sich mal wieder blöder nicht. Nein, das kann man so nicht sagen. Genau. Oh, hier gibt's vielleicht oben was. Aha. Oh. Das ist ja interessant. Ja. Bonk. Ah, die kommen also auch wieder, muss aufpassen, ne? Ja, die kommen aus den Löchern. War nicht viel los gewesen jetzt hier. Na, aber immerhin. Das hätten wir ja so im Normalfall wieder übersehen. Das stimmt. So zum Anfang des Spiels. Ach Gott. Inzwischen ist man ja so ein bisschen Profi. Also so ein bisschen ich. Profi? Also du? Alter, bleibst ja so. Mir gleich die Spucke weg, ja? Ja. Was du dir hier rausnimmst, ja? Profi. Guck, wie lange das aufrecht halten kann. Nach oben. Da ist nämlich so eine Kante rechts im Zwischenlanden. Oh, das ist nicht. Nee. Oh. Knapp. Das vergewaltigt schon wieder den Controller. Das mache ich immer gerne. Willst du, nee, da kann man nicht zwischenlanden. Ich wollte ja nur mal gucken. Der geneigte Zuschauer hat das bestimmt schon längst erkannt, was wir schon alles vergessen haben. Wahrscheinlich am Anfang. Alles. So. So. Ist ja auch schön. Achso, das ist eine Mauer, ein Mauervorsprung. Was hast du denn gedacht? Naja, ich habe mich gewundert, wo ich jetzt hier hin bin. Ist einfach nur aus Spaß da, so einer Mann. Ja. Okay. Oh, hast du gesehen, ja. Was habe ich gesehen? Feuer. Ja. Oh. Jetzt, wo du es sagst. Oh Gott, das geht auch noch weiter. Ach du Schreck! Oh! Warte, warte, warte. Wo jetzt? Du bist zu schnell. Ich bin eindeutig zu schnell. Aha. Du kannst natürlich auch dann einen dezenten Säurebad nehmen. Ja, ist beides nicht so geil, ne? Geht das runter? Gott, ey, nee. Los!
Oh. Ah, springst du in das Tier rein? In den Dämon oder so? Na. Ist nicht so einfach hier. Oh mein Gott, ich dachte schon, du springst. Was meint denn hier? Ich weiß nicht. Was mache ich hier eigentlich? Das denke ich mir beim Flipperautomaten auch mal. Was macht die Kugel da, was ich nicht will? Genau. Nicht so hektisch. Läuft doch gerade super. Ja, noch. Nein! Was machst du denn? Ja, ich dachte. Arschbombe! Ich dachte, ich springe weiter. Ach, weiter. Immer weiter. Oh, na gut, da war jetzt das Feuer noch im Weg. Konzentratie! Ich glaube, das ist auch hier so eine Stelle, wo du mit 1000 Tode sterben kannst. Ja. 65 hieß es. Ja. Bin dabei. Ja, schaffst du nicht 65. Da musst du schon so pro-like wie ich sein. Und 1000 Mal sterben. So. Yeah! Ja, sehr schön. Ach, guck mal so mal. Wieso sind die Steine jetzt wieder ganz? Ich bin doch gerade durchgesprungen. Keine Ahnung. Zaubersteine. Schon verwirrt. Naja. Manchmal muss man verwirrt sein. Aha. Hilfe. Da geht's aber noch weiter. Was hab ich denn da gemacht? Vielleicht die Eule mitgenommen hier. Sehr schön. Na, das ist doch das Ding. Ja. Du musst nur die Luke aufmachen. Mit der Terror-Eule. Ah, ich wusste es. Komm zurück! Los, komm zurück! Aber ich fürchte, mit dem Ding kommst du da nicht hin. Weil so weit kann sie ja nicht ducken. Nee, von der anderen Seite würde ich dann ran. Nee, von der anderen Seite. Aber geh erstmal oben das Zeug anbauen. Wirklich, warum springe ich jetzt dagegen? Ich halte es nicht auf. Ja, das, ne, und so, ich würde sagen, das weißt nur du, aber wahrscheinlich weißt du das nicht mal selber. Nee, das weiß auch ich nicht. Das sind so Phänomene. Die kann man einfach nicht erklären. Die kann man nicht erklären. Das sind die geschlossenen Akten beim FBI. Bam. So, dich kriege ich nicht kaputt. Ja, und hier von der Seite würde ich ran dingsen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt müsste aber hier die Plattform kommen. Ja, die kommt dann, die fährt dann hinten runter und dann. Die ganze schmeidig drauf. Mhm. Ist schon mal los, gell? Oh, verdammt. Oh, die geht ja wieder zurück. Ja, ach, das habe ich jetzt auch nicht mehr bedacht. Macht aber nichts, dadurch sparen wir uns jetzt hier ein bisschen Arbeit. So kommen jetzt die Ausreden zustande. Naja, du bist derjenige, der immer sagt: Oh, komm, spring doch mal runter. Du hast doch gerade gespeichert. Naja. Ja, naja, ne? Ah, schade. Da war ich zu klein. Zu klein? Da war ich zu klein. Hm. Das lag ja sicher nicht können. Ach, woran denn sonst? Ja, da musst du auf alle Fälle auf den Ding da landen. Ich war zu klein. So, zurück, umschalten. Ja, ja, das war mir schon bewusst. Ja, sagst du. Guck mal, wie das geht. Was ist denn hier los? Du musst hier drehen. Du hast da schon deine Markierung im Hintergrund. Ich hab das schon gesehen. Uiuiui. Das sieht aufregend aus, muss ich sagen. Mhm. Hier unten war nicht mehr. Okay. Habe ich voll verstanden, was hier so passiert. Sagst du? Ja, ja, ich sehe das schon. Ja, im Kreis. Ich bin immer grad schnell.
Was? Hä? Wo bin ich? Du bist Link. Du bist drin, oder? In der Mauer. Weiter. Ja! Cool. Mein Geheimgang gefunden. Also, habe ich aber ein bisschen Bedenken. Ach, da hinten links ist ein großer Diamant, das hat schon so blau geleuchtet. Dann schweben wir hier. Ah, schön. Okay. Das war aber kein großer Diamant. Das war eine Notenschüssel, wenn ich das richtig gesehen habe. Gut. Dann schweben wir hier mal ganz. Ob das nur ein großer Diamant ist oder 500.000 kleine blaue, ist doch ist fast eigentlich das auch Gleiche. Egal, ja. Ich glaube, die Spitzen tun dir nichts. Na doch. Auf jeden Fall. Das ist sowas wie, spring aber runter. Mal gucken, wie wir dann wieder nach oben kommen. Ja, gar nicht. Hier ist der blaue Diamant. Ja. Okay, dann müssen wir nochmal nach oben. Ah, hier geht's nach oben. Sehr schön. Rechtzeitig abspringen. Okay. Na, muss gut. Da das eh automatisch. Über die Hälfte hast du schon. Wäre schön. Ja. Oh, die Fledermäuse im Hintergrund. Stimmt, die habe ich ja gar nicht gesehen. Ich habe gerade gehört. Okay. Echt erfreulich, dass wir hier noch was gefunden haben. Ja. Finde ich gut. Eigentlich eher durch Zufall. Ja. Sehr. Ich hätte da auch nicht mitgerechnet, dass man da rein kann. Ich hoffe, da haben wir jetzt keinen vergessen darunter. Nee, nee, glaube ich nicht. Oh! Ja, okay. Wie aufregend. Nee, da ist nur ein Spreiter. Oh, jetzt wäre ich schon fast wieder da runtergesprungen. Und nach oben. Komm ich denn da am besten hin? Ja. Nee, kannst ja, toll, von der anderen Seite wäre das. Du kannst den aber einmal durchschieben, dann einmal hoch ja, und dann wieder zurückschieben. Ja. Ist wahrscheinlich auch der Plan. Wenn man alle Diamanten haben will. Was wir ja wollen. Bevor man hier doppelte Arbeit hat. Das klingt ja, was man sich übergibt. Irgendwie so ein bisschen, ja. Los. Jetzt weiter. Du kannst schon ein Stückchen weiterschieben. Ja, ich. Gut. Nehme ich den wieder mit? Ja. Oh, ja. Wobei der von dort wahrscheinlich auch. Stimmt, wenn ich gegen die nächste Eule springe. Ich lasse erstmal blühen. Wenn sie wiederkommt. Ich hoffe doch. Tut sie nicht. Och nö. Vielleicht braucht die einfach nur ein bisschen. Nee, die wäre schon nichts mehr da. Ich nehme jetzt einfach trotzdem mal das Ding jetzt mit. Sei denn, die fliegt natürlich einen großen Weg, das kann auch sein, aber eigentlich respawnt die ja so, weiß nicht, 5 Sekunden oder sowas, ja. Glaube ich, so in dem Dreh.